Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Citybus Manager hier bei Heisenberg zockt. Wir haben Geld, schön, sehr gut. Und wir haben Freitag 23.15 Uhr, das heißt wir gehen aufs Wochenende zu. Allerdings sollten wir hier, ja zumindest am Samstag, dann noch Geld verdienen mit den Umwelttagen. Das ist ja schon mal schön. Gut, lasst uns gucken, der Fuhrpark. Wir haben 6 defekte Busse. Oh je, meine, da müssen wir, ja da müssen wir vor allem dann mal nochmal wieder gucken. Wegen den Ersatzteilen natürlich. Ganz klar, nicht, dass die uns ausgehen, sonst hat sich's ausrepariert. Das geht dann relativ zügig. Scheibenwischer. So, man merkt halt schon, dass wir hier im Depot 1 tatsächlich auch einige gebrauchte Busse haben. Deswegen haben wir hier immer wieder Reparaturen. Ist ganz klar. Das haben wir bei den anderen Depots eigentlich nicht, zumindest nicht in dem Maße. Gut, das würde soweit passen. Die Ersatzteile, die hatten wir. Wo waren sie denn? Verträge, da haben wir sie doch. 35. Oh, ach so, nee, das sind die Akkus, das lassen wir mal. Brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber Bremsbeläge brauchen wir. Ölkanister und Keilriemen, da schlagen wir gleich mal zu. Ja, es kostet halt nichts. Also das ist wirklich einfach dermaßen günstig alles. Wie schön ist das denn? Oh, wir haben kein Geld mehr, es ist Nacht. Allerdings, das ist in einem Maße. Das sollte eigentlich, oder wird das jetzt noch mehr hier? Das wird gerade noch mehr. Soll ich jetzt in dem Fenster bleiben? Nein. Weil wir können nichts kaufen. Solange wir hier im Minus sind. Mach mal hier ein Plus, Kollege. Es hieß mal noch... Ich kann eh wieder raus. Nimm doch einen Kredit auf. Nee, das geht nicht. Doch, guck mal, wir hätten sogar noch einen. Sollen wir den noch aufnehmen? Komm, wir nehmen noch einen Kredit auf. Ja, das machen wir doch glatt. Ja, jetzt muss ich aber hier nochmal schnell... das nochmal einstellen. Nee, ich bin doch... Sag mal, Herr Heisenberg, wo sind denn die Ersatzteile? Die sind nämlich rübergerutscht hier. Also, hier volle Pulle. Hier volle Pulle, hier volle Pulle. Und dann hatte ich hier noch ein bisschen was. Kaufen wir das gleich mal schnell. Warte, einmal so. Gut, wir düsen zum nächsten Depot. Prüfen den Fahrzeugzustand. Meine Busse, defekt einer. Ja, eben, da sieht man tatsächlich, das sind halt neue Busse, die halten ein bisschen länger. Wenn wir gerade hier sind, können wir hier nochmal schnell reingucken, aber ich glaube, der Schichtplan müsste okay sein. Oder hat man nicht irgendwo eben... Oh, okay. Hat man nicht irgendwo tatsächlich, dass noch ein Bus fehlte? Ich dachte schon. Ich mache mal die ganzen Tage. Ja. Das haben wir hier. Dann haben wir das durch. Dann gehen wir zu dem Depot. Prüfen hier den Fahrzeugzustand. Meine Busse. Defekt ist keiner. Sehr gut. Das würde heißen hier zum Schichtplan. Morgen. Ja, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Irgendwie. Es ist, glaube ich, wirklich so, wenn man den Spielstand neu lädt, dann hat man tatsächlich den Effekt, dass hier die Schichtpläne wieder durcheinander sind. Da macht man sie halt nochmal. Guck mal, das ist das, was ich meinte. Doch, einer fehlt hier noch. Dann werden wir dem jetzt nachkommen. Marktplatz. Doppeldecker. Machen wir mal ein Trident. Okay. Oh, hier mit den Elektrobussen. Da möchte ich nachher auch noch was gucken. Das habt ihr in die Kommentare geschrieben. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir werden es gleich sehen. So, den haben wir. Wie sieht es jetzt aus bei Kollege Schichtplan? Morgen. Montag. Dienstag. Mittwoch. Jawohl, dann ist der auch weg. Sehr gut. Dann haben wir das doch soweit. Hier fehlt nichts mehr. Freitag ist der letzte Tag. Auch alles okay. Sehr gut. Dann haben wir die beiden Depots. Jetzt gehen wir nochmal schnell zu 1. Gucken hier nochmal rein. Ja, hier haben wir das gleiche. Dass das irgendwie zurückgesetzt wurde wieder. Das ist ja kein Ding. Setzen wir es halt wieder rein. Dienstag machen wir den Dienst. Sag mal, ich klicke doch. Machen wir den Dienstag. Oh. Okay, nicht genug Busse. Tatsächlich allen Ernstes. Ja, dann haben wir das doch noch nicht ganz gewuppt. Dann fehlt hier einer. Oh, es ist halt hier irgendwie ein Rumgedoktere. Wenn du klickst und es funktioniert und es macht nichts. Anstrengend. Oh, jetzt ist hier aber tatsächlich, dass da Busse fehlen. Und zwar in rauen Maßen ist übertrieben, aber es fehlen welche. Gut. Damit zu warten. Für morgen sind wir aber, glaube ich, auf der sicheren Seite. So, ihr habt oder jemand hat geschrieben, für die Elektrobusse, da kann man bei der Linie, im Prinzip bei der letzten Haltestelle, tatsächlich so ein Elektroteil hinmachen, dass da die Busse wieder geladen werden. Dann hast du natürlich entsprechend höhere Reichweite. Ich würde mir das gerne mal ansehen. Oh, müssen wir... Moment, wir machen erst was anderes. Die Überlastung prüfen. Wobei, morgens um 5... Ne, das ist egal. Morgens um 5 haben wir ja keine Überlastung. Bushaltestellen. Aha, E-Bus-Lademöglichkeit. Danke für diesen Hinweis. Das wusste ich tatsächlich nicht.
jetzt ist natürlich, wie soll ich sagen, ja, da müssten wir auch noch wissen, welche Linie jetzt tatsächlich angelaufen wird von Elektrobussen. Das sehen wir hier, glaube ich, nicht. 5000 kostet so eine Säule. Ja, das ist natürlich cool. Da kann man das machen, wenn man weiß, welche Linie man damit ausrüsten muss. Wir sind immer noch bei 5.0. Wie schön ist das denn? Und hier? Keine Schichtausfälle, maximal sogar. Am wenigsten, wie gesagt, Haltestellenqualität, weil wir da 1-Sterne-Haltequellen haben. Das ist auch klar. Servicequalität müsste eigentlich wieder raufgehen. Und die Pünktlichkeit, ja, das ist so eine Sache. 3 Nachrichten. Das läuft gut. 30 Minuten Fahrintervall 20. Zolikon rüstet auf. Und das Freibad rüstet ebenfalls auf. Sehr gut, die kommen alle in die Gänge. Jetzt haben wir gerade nochmal was gekriegt vom Zoo Zürich. Auch die starten früher und beenden später. Das ist sehr gut. Das heißt, die Linien, die laufen tatsächlich. Wir brauchen noch Fahrzeuge, haben wir gesagt. Keine bestimmten, sondern irgendwas. Nehmen wir doch wieder mal so ein... Ach so, nee, kaufen. Moment. wir kaufen nochmal einen Gelenkbus. Haben wir schon länger nicht mehr. Und zwar 92.000 haben wir. Machen wir den hier. Kaufen, Dankeschön, laden, Vorlage, zack, zack. Nie schief und immer freundlich, die Busfahrer bei entsprechendem Gehalt. Flight Simulator. Jo, das war glaube ich der F. Hummels, der das gemacht hat. Danke natürlich nochmal auch an den anderen Modder für die Texturen, die wir da gekriegt haben. Gut, Schichtplan. Hier ist heute okay, morgen ist okay, Montag ist natürlich auch noch okay, der Dienstag dann nicht mehr. Ich kaufe einen Bus, kommt ein Bus, der fehlt dazu. Das Problem kennen wir, dafür ist es hier dann weg. Hier ist auch weg. Zack. Es wurde auch noch gefragt wegen Auftragslinien. Eben, dass ich halt die Auftragslinien so mache, dass wir da weitere Stationen dazwischen nehmen. Und geschrieben wurde halt eben, dass ja eigentlich der Auftraggeber nur verlangt, von A nach B nach C im Prinzip die Linie zu erstellen. Das habe ich zu Beginn ja so gemacht. Und dann habt ihr halt immer geschrieben, nimm da noch andere Haltestellen rein, damit eben der Auftraggeber zufriedener ist, weil er mehr Geld verdient, natürlich logischerweise. Also das ist der Grund, warum ich das dann geändert habe und bei Auftragslinien tatsächlich auch jeweils mehrere Haltestellen reinnehmen. Ich möchte mal noch schnell gucken. Ja, guck mal, jetzt geht schon los. Morgen zum 9 hier mit Überlastungen. Das liegt eben an den Umwelttagen. Dafür kriegen wir Geld. Aber da müssen wir das jetzt halt kurz im Auge behalten. Hilft ja nichts. Hier ist noch okay. Es ist aber tatsächlich auch noch früh am Samstag. Also dass jetzt hier schon was überlastet ist. Das ist dann doch eher erstaunlich, finde ich. Aber okay, dann ist es so. Noch jemand frei? Also für Verstärkungen haben wir eigentlich immer Busse frei, so wie es aussieht, interessanterweise. Nochmal gucken gehen. Ja, hier kommt noch ein Verstärker dazu. Weil da verdienen wir natürlich auch Geld mit. Das ist ganz klar. So, haben wir Verstärker. Und wir gucken weiter. Da muss man halt auch ein bisschen was tun hier fürs Geld. Aber es ist der letzte Tag. Also dann ist das Ding rum. So wie es aussieht. Ja, ich gucke mal primär auf die roten Sachen. Ist okay. Ein bisschen überlastet sind sie alle. Das sieht man. Aber das ist ein gutes Zeichen. So verdienen wir unser Geld. Gut, können wir eigentlich rausgehen. 100.000, ich würde gerne nochmal ein Fahrzeug haben, damit wir da den Schichtplan fertig kriegen. Fuhrpark, Bus kaufen. Warum nicht wieder mal ein Solobus? Das muss nicht immer irgendwie was extrem Teures sein oder Großes. 96 Fahrgäste. Kaufen, Dankeschön. Laden. Zack, Enturo. Genau, gut für weite Strecken. Heiße Linienbus, ja, das ist der wieder. Dann haben wir den auch. Schichtplan. Jetzt hat die Musik Aussetzer. Ich hoffe nicht, dass hier... Ne, wobei abstürzen tut das Spiel nie. Ist mir das mal abgestürzt? Ich glaube nicht. Hat aber wieder nichts gebracht hier. Keine bevorzugten Fahrzeuge. Da müssen wir das doch gewuppt kriegen, dass dort der Schichtplan erfüllt wird. Eigentlich. Ja, hier ist einer weg. Und dann haben wir das eh schon wieder durch. Es liegt an Bussen, man sieht. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir zu wenig... Busfahrer hätten. Ja, dann kaufen wir halt nochmal einen neuen Bus. Nochmal einen Doppeldecker. Kaufen, laden, zack. Vorlage anwenden, anwenden. Ist der schon da? Der müsste da unten reinkommen. Das tut er auch. Dann müsste er eigentlich sozusagen zur Verfügung stehen.
behaupte ich mal. Ja, wo hatten wir es hier? Das hat hier keinen Einfluss. Irgendwas ist hier, irgendwas liegt hier schief. Was ist das denn für ein Tag? Dienstag. Ja gut, aber was ist an Dienstag jetzt irgendwie so speziell? Dass wir dort drei Busse, dass dort drei Busse fehlen, die sonst an keinem Tag fehlen. Jetzt haben wir den Freitag auch. Aha, ein Anruf. Ein Urlaubsantrag. Ein Busfahrer. Mach mal 24 Stunden Pause, ist in Ordnung. Mach mal. Wir hätten eigentlich schon wieder Geld. Ach so, ich wollte natürlich noch mal schnell gucken, bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass wir hier prüfen müssen wegen allfälligen Verstärkern. Nämlich folgendes. Ja, der geht hier auch ins Rote langsam. Hier einen Bus haben wir noch. Mal gucken. Oder nicht? Doch, hier oben. Einsatzbereit. Dann hilf mal dort aus, Dankeschön. Schicht zu weisen. Da ist einer frei. Okay, das hat schon mal funktioniert. Warum muss ich jetzt wieder eine Schicht zuweisen, wenn hier alles gemacht ist? Verstehe ich irgendwie auch nicht, aber okay. Möchte hier nochmal gucken, ob was passiert ist? Nee, tatsächlich nicht. Da fehlen immer noch die drei Busse. Wir haben Geld, wir könnten noch was kaufen. Stellplätze. Ja, langsam gehen sie uns wahrscheinlich dann doch wieder aus, nehme ich an. Wir haben zwar viele Busse abgezogen für andere Depots. Ja, aber wenn wir natürlich die ganze Zeit wieder neue Busse kaufen, ist das so eine Sache. Na gut, wir müssen aber neue Busse kaufen. Machen wir nochmal ein Gelenki. Den hier. Nochmal einen Elektrokollegen. Kaufen. Ne, da haben wir natürlich keine Vorlage, weil die Elektro-Dinger neu sind. Und dann bräuchten wir hier. Weiß gar nicht, ob das schon reicht, aber wir machen hier nochmal so ein Teil hin. Geht nicht. Geht nicht. Moment. Angeklickt habe ich es. Hier unten kriege ich das nicht hin. Aber hier geht's. Dazu so ein Teil. Warte, und dann machen wir, weil wir halt gerade hier sind. Sag das so, dass wir die auch noch haben. Sehr gut. Dann kann der dort tanken bzw. seinen Akku aufladen. Tempo haben wir auch. Das passt soweit. Gehen wir nochmal zum Schichtplan. Und schauen wir mal, ob das jetzt am Dienstag besser ist. Oh, zack und weg. Okay, haben die nur darauf gewartet, dass da ein Elektrobus gekauft wird. Das ist ja schön. Jetzt bin ich aber immer noch nicht dort gewesen, wo ich hin wollte. Nämlich, ich wollte gucken wegen Auftragsarbeiten, ob wir da noch was Neues gekriegt haben. Auftragsarbeiten. Die hatten wir. Warte nur die. Ach so, bei den Linien. Moment. Hier, ich gehe sowieso nochmal gucken. Ja, ich habe es fast vermutet, dass hier tatsächlich nochmal jemand einen Verstärker braucht. Jetzt ist 16.28 Uhr. Das heißt, die Linien, die brummen, beziehungsweise die laufen natürlich auf voller Dingens. Verstärker. Der ist frei. Mach mal. So, ich weiß nicht, was passiert. Ja gut, wir haben einfach Verspätungen ohne Ende. Wenn wir hier nichts machen, dann kriegen wir da Probleme. Gut, jetzt möchte ich aber trotzdem die neue Linie schnell gucken. Ja, Dübendorf Airbase, das wäre noch was für 30.000. Ansonsten haben wir hier halt schon nichts mehr Schlaues drin. 2, 8, 4, 1, 8, 7. 21.000, das ist so die untere Grenze. Ich würde hier, wenn, dann vielleicht Dübendorf Airbase noch machen, dass wir die noch mit reinnehmen. Jetzt schauen wir aber nochmal schnell hier. Das soll hier auch nochmal schnell helfen. Weil ist ja eh der letzte Tag, wie wir gesehen haben. Dann können wir hier auch schnell gucken. Ja, jetzt haben wir aber ein paar rote. Dass wir für Verstärkungen so viele Busse haben. Ich staune. Wenn du irgendwie eine Schicht füllen willst, dann hast du irgendwie nichts an Bussen. Nee, passt. Hier nochmal schnell schauen. Hier neigt dann doch das eine oder andere Ding doch noch zu rot. Wobei, jetzt wird es Abend, also langsam müsste das dann mit dem Verkehr tatsächlich auch nachlassen, denke ich mal. Ja, lässt auch. Gut, Leute, dann lasst uns doch die neue Linie noch machen. Diese Auftragslinie hätte ich gerne. Dazu gehen wir zu den Linien. Neue Linie. Und dann wäre das die hier. Verbunden mit Dübendorf Airbase. Aha. Aha, die haben dann eine Airbase. Mit einer Fähre, also mit dem Hafen. Nehmen wir mal an. Sehr gut. Das hier ist Dübendorf Airbase. Haben wir drin. Und jetzt sollen wir zu einem Hafen. Hier unten vielleicht. Wir können ja mal gucken, wo wir welche haben.
Das ist Zürich. Das ist auch Zürich. Hier, das müsste doch... Ist das nicht eh hier? Wo ist jetzt Dübendorf Airbase? Hier unten ist ein Hafen. Greifensee. Wäre das? Ach, das ist der Greifensee. Wir gehen mal nochmal. Ich gehe mal ein bisschen raus. Wie sieht das denn jetzt aus? Hier oben, das ist Zürich. Hier unten ist der Hafen. Und wenn wir jetzt nochmal schnell nach Dübendorf düsen. Ist das auch der Greifensee? Das müsste doch auch der Greifensee sein. Das müsste also hier sein. Ich mach mal... Moment, hier machen wir den Hafen rein. Dann haben wir's. Dann können wir die Linie angucken. Ja, nee, das ist tatsächlich nicht weit. Kann ich denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel klicke, Haltestellen dazwischen nehmen? Das wäre natürlich auch mal noch eine Idee. Ja, guck mal, sehr gut, das funktioniert sogar. Nehmen wir die noch mit. Halten wir hier noch. Gehen hier runter und halten hier und sind dann hier beim Städtli. Müsste das sein? Jawohl, passt. Gut, ist keine Riesenlinie. Ist doch auch mal schön. Weil erfüllt haben wir sie. Wir kriegen einfach die 30.000. Nehmen wir. Mit Rückfahrt, Dankeschön. Da werden wir nicht viele Busse brauchen und ich glaube auch nicht unbedingt große. Da können wir vielleicht sogar mal irgendwie Solo-Busse dann einfügen. Wie sieht's aus? Ein Bus bei 90 Leuten. Ja, das übernehmen wir einfach so. Vom Depot wäre schon die 1, glaube ich. Oder wäre es nicht die 1? Moment. Greifensee. Oh, Betriebshof 2. Machen wir die 2 rein. Sehr gut. Aktivieren. Muchas gracias. Jawohl, da gehen wir gleich zum Depot 2. Halt, das war mal wieder der falsche Knopf. Zack hier, Depot 2. Schichtplan. Jawohl, kriegen wir hin. Morgen kriegen wir hin, da brauchen wir nicht mal weitere Busse. Na, das ist doch Happy Busfahrerin. Kein Problem. Wir haben genug Fahrzeuge. Hier in diesem Depot. Sehr schön. Machen wir gleich mal alles wieder. Oh, muss ich jetzt bei den anderen Depots auch noch mal kurz reingucken. Das könnte sogar sein. Freitag haben wir durch. Wir schauen mal schnell. Oder ich schaue hier noch schnell nach kaputten Bussen. Wenn wir gerade hier sind, ist das glaube ich nicht so doof. Ne, keiner kaputt. Gut, dann haben wir Depot 2 gemacht. Dann gehen wir zum Depot 3. Jawohl, prüfen hier nochmal den Schichtplan, ob hier irgendwas durcheinander gekommen ist. Nö. Nö, sieht okay aus. Ne, können wir lassen. Prüfen hier schnell den Zustand der Busse. Meine Busse, defekt 0, sehr gut. Gehen raus, gehen zur 1. Und dann haben wir tatsächlich, ohne dass wir einen Bus gekauft haben, eine weitere Linie gemacht. Das ist natürlich sehr schön. Hier nochmal schnell prüfen. Echt jetzt, 12 defekte Busse. Zum Glück haben wir gerade die Ersatzteile hier noch gemacht, dass wir die eingekauft haben. Das war, glaube ich, nicht zu spät. Oder auch nicht zu früh, vor allem. Zack, einmal ihn hier. Dann die Bremse, dann Motoröl gibt es hier auch noch. Dann haben wir die Bremsbeläge. Hier auch nochmal Motoröl nachreichen. Ein Blinker. Dann geht das hier sogar... Oh, das geht hier sogar noch weiter. Blinker. Geht relativ zügig von der Hand. Aber das habe ich auch schon mal gesagt. Hier eine Automatik. Ich finde, es wäre auch nicht schlecht. Das ist nicht der Grund, warum ich das Spiel jetzt fast 200 Folgen lang spiele. Es ist nicht schlimm. Mein Gott, man macht's halt. Aber es ist halt tatsächlich nicht das, was den Spielspaß generiert. Das meine ich eigentlich. Boah, habe ich jetzt alle erwischt? Der wird repariert. Werkstatt? Doch, ich müsste eigentlich alle erwischt haben. Sehr gut. Schulhaus Bachtel. Ja, da kriegen wir... Das ist einfach zu wenig Geld, Leute. Guck mal, wir haben 300.000. Wir machen am Dienstag einen Ausflug zum Freibad Oberdorf. Und sie möchten mit dem Bus fahren um 11 Uhr. Groß genug für 39 Personen. Da müsste man halt auch nochmal wirklich an den Preisen was machen. Also dafür geben wir nicht einen Bus raus, der dann irgendwo fehlt. Das ist nicht sinnig, nicht für 2000. Die 2000, guck mal, die verdienen wir ja in der Minute. Jetzt ist es nachts, da wurden wieder 100.000 abgezogen. Wir sind trotzdem immer noch bei 240.000 plus.
Also Geld haben wir. Das ist doch schon mal schön. Lass mich mal schnell gucken bei den Linienstatistiken. 100.000. Ja, hier die Späten, sie rechnen sich nicht so. Der hier eigentlich schon. Da haben wir aber nochmal zweimal Verspätung. Da müssen wir vielleicht nochmal was machen tatsächlich. Dass wir hier nochmal ein paar, ja nicht Busse dazu tun, sondern automatisch Busse dazu kriegen, weil wir den Fahrplan ändern. Und denen ein bisschen mehr Zeit geben. So, noch 9 Defekte. Ich prüfe nochmal. Das scheint soweit okay zu sein. Ja, hier müssen wir nochmal zuschlagen. Nee, das reicht aber. Die Bremsbeläge sind hier einfach. Und dann werden die auch in die Werkstatt gefahren. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Das beruhigt mich. Ich möchte hier nochmal schnell gucken. Immer noch bei 5-0. Das ist immer noch alles. Sehr gut. Ja gut, eben dann passt. Und wir sind hier tatsächlich in einem guten finanziellen Bereich. Jetzt sind natürlich die Umwelttage vorbei. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann ja weniger verdienen. Jetzt haben wir hier 3 Tage hintereinander fast das Dreifache verdient vom Normalen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir dann verdienen, wenn wir die Umwelttage nicht mehr haben. Das werden wir morgen sehen. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, ja, wir sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Macht's gut, bis dann, tschüss.